Der plötzliche Tod von Elvis Presley schockierte die ganze Welt. Aber wie ist er gestorben? Was hat sein Obduktionsbericht gezeigt? Und welche Geheimnisse verbergen sich hinter der geheimen Privatautopsie des Kings? Elvis Presley ist praktisch eine mythische Figur in der Popkultur. Mit solch einem Status kommen alle möglichen Legenden sowohl über sein Leben als auch seinen Tod. Die Umstände von Presleys frühen Tod im Jahr 1977 im Alter von nur 42 Jahren wurde lange diskutiert. Die offizielle Geschichte, die von den meisten Menschen akzeptiert wird, ist jedoch, dass Elvis Presley im Badezimmer von Graceland, seinem berühmten Zuhause in Memphis, Tennessee, starb. Good evening. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack. Ein kurzer zweiseitiger Bericht des Gerichtsmediziners, der nach Presleys Tod erstellt wurde, kann in den öffentlichen Aufzeichnungen gefunden werden. Dieses Dokument scheint auf den 20. Oktober 1977 datiert zu sein, mehr als zwei Monate nach Presleys Tod am 16. August. Es wurde von Shelby County Medical Examiner Dr. Jerry Francisco fertiggestellt und gibt Ausschluss darüber, wie Elvis gefunden wurde. Der Bericht enthüllt auch eine flüchtige Information über Elvis' Tod. Eine Autopsie wurde ebenfalls durchgeführt, es wurde jedoch nicht vom Bezirksstaatsanwalt angeordnet, sondern von Elvis' Vater Vernon Presley. Die Ergebnisse der Autopsie wurden dann bis zum 50. Todestag seines Sohnes versiegelt. Der öffentliche Bericht enthält einige grundlegende Informationen über Presley, einschließlich seinen vollständigen Namen, Elvis Aaron Presley, und seine Heimadresse. Ebenfalls aufgeführt sind seine Rasse, sein Geschlecht und sein Alter sowie die Behörde, die seinen Tod untersuchten, Shelby County Medical Examiner und Memphis Police Department. Ungewöhnlicher ist die Tatsache, dass einige relevante physische Informationen im Bericht fehlten. Während Presleys Augen und braunes Haar sowie ein Mangel an Gesichtsbehaarung notiert sind, wurden die Felder für Gewicht, Länge und Körpertemperatur sowie Datum und Uhrzeit alle leer gelassen. Es ist bekannt, dass Presley gegen Ende seines Lebens erheblich zugenommen hat, wobei einige Schätzungen darauf hindeuten, dass er 350 Pfund wog. Eine genaue Zahl für Elvis' Gewicht hätte vielleicht etwas Licht auf einen der Gerüchte über Elvis' Tod werfen können. Verstopfung. Dieser Zustand war ein sehr reales Problem für Elvis und er erhielt täglich Einläufe und Abführmittel, um damit fertig zu werden. Es wird gemunkelt, dass Elvis ein sogenanntes Megakolon hatte. Dr. Francisco listete Elvis Presleys Todesart als natürlich auf und es gibt einige zusätzliche Details, die auf eine wahrscheinliche Todesursache hinweisen. Als der Gerichtsmediziner sich Elvis' Leiche ansah, hatte er das Stadium der Todesstarre erreicht. Eine Versteifung der Gelenke und Muskeln des Verstorbenen, die manchmal Aufschlüsse darüber geben kann, ob eine Leiche nach dem Tod bewegt wurde. Der nächste Punkt auf dem Bericht ist für Leber oder Leberfarbe, die Dr. Francisco mit einem undeutlichen Buchstaben zusammen mit einem Häkchen im Feld korrigiert markiert hat. Die auf dem Todesbericht markierte Leberfarbe bezieht sich wahrscheinlich auf die Leichenflecke, die damit zu tun hat, wie sich das Blut nach dem Tod im Körper ansammelt. Dies kann helfen, den Todeszeitpunkt zu bestimmen, da die Leichenflecke nach 8 bis 12 Stunden fixiert sind und es kann auch Gerichtsmedizinern helfen, die Todesursache zu bestimmen. In dem Abschnitt des Berichtes mit der Überschrift Flecken und Wunden wird vermerkt, dass Elvis Stauung im Gesicht und Oberkörper hatte. Darüber hinaus weisen Diagramme darauf hin, dass Elvis eine Druckstelle in der Nähe seines linken Auges und eine genähte Thorakotomie auf der linken Seite seines Bauches hatte. Der Gerichtsmediziner listete auch eine wahrscheinliche Todesursache auf. HCVD assoziiert mit ASHD. Dies ist eine Abkürzung für hypersensitive Herz-Kreislauf-Erkrankung in Verbindung mit arteriosklerotischer Herzerkrankung. Der Bericht des Gerichtsmediziners gibt auch Aufschluss über die Auffindung von Elvis und die Umstände seines Todes. Elvis wurde Berichten zufolge am Morgen des 16. August 1977 um 8 Uhr morgens zuletzt lebend gesehen. Er wurde um 14 Uhr in seinem Haus gefunden und die Polizei wurde um 15.30 Uhr benachrichtigt. Seine Todeszeit ist um 15.30 Uhr angegeben und es wird darauf hingewiesen, dass Presley bei seiner Ankunft im Baptist Memorial Hospital in Memphis tot war. Die Person, die Elvis gefunden hat, war seine Freundin Ginger Alden und der Bericht enthält eine Notiz, dass Alden ihn auf dem Boden der Umkleidekabine gefunden hat. Inzwischen ist jedoch allgemein bekannt, dass sie ihn im Badezimmer seines Hauptschlafzimmers gefunden hat. Der Bericht stellt auch fest, dass am Baptist Memorial Hospital eine Autopsie durchgeführt wurde. Diese Autopsie war jedoch im Laufe der Jahre zu einem Streitpunkt geworden, weil Vernon Presley sich dafür entschieden hat, sie versiegelt zu lassen. 2027 soll sie eröffnet werden.